So, willkommen zurück zu Let's Play Might & Magic 10 Legacy. Ich weiß nicht warum, aber bei Ava fehlen ein paar Lebenspunkte, bei Melina Lebens- und Mana-Punkte, bei Rassia ebenfalls. Vielleicht, weil sie müde sind? Oder weil ich in irgendeinem Haus war, in dem ich nicht hätte sein dürfen? Keine Ahnung. Wir stehen hier vor der Brücke, wo immer der eine Mann gestanden hat und gesagt hat, nee, und hier kommt man im Moment nicht weiter. Jetzt kommt man hier weiter. Er hat alles freigeräumt. You hear that? No, it's nothing. Ach, leck mich. Ich hab echt schon gedacht, jetzt geht los. Schwach. Ich weiß. So, jetzt seid ihr wieder ausgeschlafen, alles ist gut. Nawel-Fluss. Nach Seehaven gen Norden, nach Carthal gen Südwesten. Da wir eh nicht nach Carthal können, gehen wir einfach mal nach Seehaven. Endlich sind wir... Running on Mother Earth under Father Sky. Ja, sehe ich genauso. Seehaven, wir kommen! Endlich eine neue Stadt zum Erkunden. Das ist genau das, was wir brauchten. Bisschen Abwechslung zu Sorpegal am Meer. Und eventuell haben wir hier die Leute, die wir suchen. Die Meister. Hallo. Oh, wer bist du? Willkommen in Seehaven, Schatzjäger. Haltet euch aus allem Ärger raus. Ich versuche mein Bestes. Wie immer. Räuspert sich jemand? Big City has dwarves and elves and humans and nagas. But no orcs. Okay. Sie hat gerade gesagt, ja, diese Stadt hier oder diese Mixtur hat Nagas, Elfen, Zwerge und Menschen, aber keine Orks. Da ist zum Beispiel ein Zwerg. Ja, ein Zaubererzwerg, so wie es aussieht. Sowas gibt es auch. Und man hätte Dorin auch genauso gut zu einem Magierzwerg machen können. Wer bist du, Stavros? Ihr seid Schatzjäger, nehme ich an. Ah, der unternehmungslustige Geist der Jugend. Ich beneide euch. Zwergen in Seehaven. Als ich noch klein war, haben wir Eldgrim immer wegen seines hohen Alters verspottet. Jetzt bin ich ebenfalls alt, aber er hat sich kaum verändert. Die Drachen haben einen eigenartigen Sinn für Humor. Ach so, weil sie ja alle Drachen anbeten. Die Reformen ist also nichts Wichtiges. Wir gehen wieder. Was haben wir hier? Gregors Rüstzeug. Och, wie schön. Experte mit leichter Rüstung. Ja, genau das, was ich gesucht habe. Kann jemand werden? Warum nicht? Haben wir leichte Rüstung noch nicht hochgebracht? Muss ich erst mal gucken. Leichte Rüstung. Doch. Stufe 7. Und wartet nur darauf, zum Experte zu werden. Genauso wie bei dir. Na klar, wir haben das schon hochgebracht. Hallo, warum willst du uns das nicht beibringen? Ich stelle alle Arten von Rüstungen her, aber wenn ich einen Panzer tragen muss, bevorzuge ich die leichteren. Ich könnte euch zeigen, wie ihr mehr Nutzen daraus ziehen könnt, wenn ihr wünscht. Kann diesen Rang nicht erreichen. Dorin ist nicht gut genug für diesen Rang. Melina ist nicht gut genug für diesen Rang. Was soll das denn heißen? Hallo? Pulsierend schwarz. Oh. Schwarz haben wir noch nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Dunkelabwehr ist. Also bekommt das auch, aber... Und so ist es. Yes! Genau, freudig. Hier ist auch noch ein Haus. Wer wohnt denn hier? Ausbildung Meister mit Speer. Ja. Ich kann niemandem den Speer lernen. Lehren. Das hat also keinen Sinn, aber gut, dass man hier den Meister machen kann. Ich brauche allerdings noch den Expertentitel. Falls ich mal irgendwie Speere machen möchte. Oder erlernen möchte, vielmehr. Hier gibt's nichts weiter, hier ist nur noch ein Haus. Guten Tag. Meister der Feuermagie. Ach nee. Guck mal, da könnte unsere Rasse ja doch tatsächlich Meister der Feuermagie werden. Gut zu wissen, das schreibe ich mir auf jeden Fall mit auf. Also. Meister Feuer. Annehmen. Experte. Leichte Rüstung.
Okay. Sehr gut. Das haben wir auf jeden Fall markiert. Dann wissen wir, wo wir hinzugehen haben. Aber warum wir noch nicht gut genug sind, das weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich da noch mehr Punkte drauf verteilen sollen. Ich habe keine Ahnung. Oder wir brauchen mehr Erfahrungspunkte. Naja. Ein paar Aufträge erfüllen, dann geht das schon. Wer bist du? Ahoi, ich bin Steinar Rackenwaldson. Rackenwaldson, okay. Genannt Schlaumeier. Vom Starkhammer-Clan. Wie kann ich euch helfen? Zwergische Kunst. Eigentlich kannst du uns nicht helfen. Aber schön, dass es hier zwergische Kunst gibt. Wir nehmen auch gleich mal ein bisschen was davon mit. Kunst des Goldes, des Schmiedens. Oh, noch ein Haus. Ich mag Häuser. Ausbildung, Meister mit der Armbrust. Ach nee, guck mal einer an. Handeln. Ah, hier kann man nicht nur Armbrüste kaufen, sondern eben auch magisches Zeug. Unter anderem einen schönen Stab. Aber deiner ist besser. Halt, nee. Nee, der hier ist besser. Aber der ist mir zu teuer. Da sammeln wir Schöneres. Lass mich in Ruhe. Meister mit Armbrust, Suttgart. Okay, Ausrüstung bestimmen, brauchen wir nicht, können wir selber. Wir waren... Hallo. Wir waren hier noch nicht. Was haben wir hier? Noch eine Kiste. Ach, wie schön. Ja, Gold kann man doch immer gebrauchen. Die Schatzjäger sind wieder unterwegs und plündern einfach mal die ganze Stadt aus. So, jetzt gehen wir hier noch die Runde zurück. Haben dich noch? Hallo? Einen schönen guten Tag. Kann ich euch helfen? Nö. Mit Sana reden? Ich heiße Sana. Vielen Dank, dass ihr mich aus dieser schrecklichen alten Lampe befreit habt. Sanas Beschwörung? Ein Erzmagier hat mich einst beschworen, damit ich ihm bei seinen Studien helfe. Ich habe ihm einen Handel angeboten. Ich würde ihm ein Jahr, einen Monat und einen Tag lang zur Seite stehen. Dann würde ich ihn verlassen, um die Welt zu erkunden. Als der Tag dann kam, hat er sein Wort natürlich nicht gehalten. Nicht, dass es ihm etwas genützt hätte. Ein paar Tage später ist er an Altersschwäche gestorben. Ich heiße Sana. Vielen Dank. Ja, gerne. Wir sind ja immer hilfsbereit. Oh, hier sieht's auch sehr magisch aus. Hier ist wahrscheinlich das Naga-Viertel. Was haben wir denn hier? Falls ihr gerade einen Witz über Kredithaie machen wolltet, dann lasst es besser. Davon abgesehen, wie kann ich euch helfen? Meister mit dem Streitkolben. Sind wir noch nicht, aber können wir bald. Und dann haben wir hier schon mal den Meister, gut zu wissen. Das notiere ich mir mal. Wo stehen wir? Da. Meister Streitkolben. Und ich habe die anderen gar nicht angeklickt. Ich habe auch gar nicht darauf geachtet, ob wir bei den anderen noch anraten. Beidhändige Waffen. Experte für Ava. Gold einzahlen. Willkommen in meiner bescheidenen Bank. Naga-Banken. Zu meiner Überraschung habe ich herausgefunden, dass die meisten Menschen glauben, Zwerge seien gute Bankiers. Ich frage mich, warum. Alle Zwerge, die ich kenne, interessieren sich nur deswegen für Gold, weil sie schmelzen können. Aber deswegen ist es noch lange nicht ihr Lieblingsmetall. Zu weich. Ja, das stimmt. Aber ich möchte mich nicht länger mit dir unterhalten. Das ist ein Fass mit einer pulsierenden blauen. Gegen Wasser. Wassermagie. Nimm auch mal du. Und dann werden wir demnächst auch mal auf jemand anders verteilen. Ich sollte noch hinschreiben. Meister Streitkolben. Okay. Viel mehr ist hier nicht. Wir haben also eine Naga-Bank. Die kennen wir auch von Heroes of Might and Magic. Hier hinten geht's noch lang. Der Weg führt einmal rum. In ein anderes Viertel mit einer Kiste. Juhu. Eine Belohnung. Die haben das wahrscheinlich da positioniert. Mit denen haben wir aber nichts zu tun.
Wir haben nichts genommen. Guckt bitte weg. Wir waren nie da. Beachtet uns gar nicht. So wie sonst eigentlich auch. So, da waren wir noch nicht. Und das haben wir auch noch nicht alles erkundet. Einmal um den Brunnen herum. Und hier können wir noch rein. Ein Dojo. Experte für arkane Disziplin. Experte für Mystik. Experte mit leichter Rüstung. Ach, hier geht das? Warum ging das denn drüben nicht? Oder habe ich mich verlesen? Egal, ausbilden. Sehr geil, Experte mit zwei Waffen. Brauche ich nicht. So, ich bin Shizuka. Mit Wassermagie. Luftmagie, Experte und Primärmagie-Experte. Also hier kann man noch einiges lernen, aber Luftmagie, glaube ich, haben wir schon. Arkane Disziplin, Mystik. Davon brauchen wir nichts weiter. Ich weiß gar nicht, haben wir Rassel jemals leichte Rüstung lernen lassen? Nee. Die trägt immer nur die Tunikas. Wassermagie, Luftmagie, Primärmagie. Also, Luft, Primär, Wasser. Brauchen wir, glaube ich, alles nicht mehr. Luftmagie hast du. Erde haben wir. Primärmagie haben wir. Wassermagie haben wir. Nö, brauchen wir alles nicht. Schön, dann haben wir das durch. Brauchen bloß noch Dunkelmagie. Geilomatico. So, alles erkundet. Und wieder ganz viele Expertentitel abgeräumt. Sehr schön. Und beidhändig haben wir auch gesteigert. Und was haben wir hier? Ja, Experte für magischen Foki haben wir schon. Bei Luz können wir das lernen. Und Zauber können wir lernen. Für Rassia zum Beispiel. Nichts Neues. Für Melina. Kettenblitz. Da braucht man, glaube ich, den Meister in Luftmagie. Und Wirbelsturm. Beschwört einen Wirbelsturm, der 4 Runden lang Feinden hinterherjagt und allen, die er einholt, Schaden zufügt. Geil. Hört sich alles toll an. Kirche von Elrad. Guten Tag, Meister der Lichtmagie. Soweit sind wir noch nicht. Wir können bei dir auch Auferstehung wieder machen. Anwerbung als Heilerin. Möge euch Elrads Licht vor allem Bösen bewahren. Ich bin Alesia. Hallo Alesia. Ja, wir haben irgendwie niemanden mal in die Gruppe aufgenommen. Theoretisch könnten wir das bei einem mal tun. Warum nicht? Hart Anwesen betreten. Das ist das harte Anwesen hier. Willkommen auf dem Hart-Anwesen, werte Besucher. Kann ich euch behilflich sein? Ein Treffen mit... Warte mal, Lord Hart, den kennen wir doch aus Heroes 3. Das war derjenige, der bei Königin Catherine, die Verräterin war. Nee, er war der Verräter. So, er hat damals den König umgebracht und ihn damit an die Nekromanten verkauft. Ich bin nur der Diener, werte Gäste, und gebe nichts auf Tratsch und üble Nachrede. Ich kann nur sagen, dass mein Herr einer der tapfersten und ehrenwertesten Männer ist, denen man überhaupt begegnen kann. Mein Herr ruht. Ich muss nachsehen, ob er euch empfangen kann. Nehmt bitte Platz. Er kommt kurz darauf wieder zurück. Milord Hart ist jetzt bereit, euch zu empfangen. Folgt mir bitte. Ja? Wie kann ich euch helfen? Harts Vergangenheit. Ich bin als Weise im Hirschherzogtum aufgewachsen. In der Zeit des Krieges, der bitteren Asche, als der junge Herzog Kiran nach Jahren der Gefangenschaft an den Hof zurückkehrte, wurde ich zu seinen Knappen ernannt. Es war, als habe er sich einfach in Luft aufgelöst. Dass ich dieses Rätsel nicht lösen konnte, macht mir nach wie vor zu schaffen. Wie kann ich euch helfen? Ja, das war's dann soweit. Dankeschön! Da haben wir Lord Hart wieder gesehen. Ist das schön. Alte Bekannte. Oh Gott, die Stadt ist ja schön groß. Also hier kann man jede Menge machen. Eine Garnison.